Wiebke Ketter, und deine ehemalige Mannschaft steht im Final Four. Du selber warst dreimal da, 2-6, 2-8, 2-12, 2-9, 2-6, 2-9, 2-12, alle drei Jahre. Was geht in der Mannschaft vor, ganz besonders in den jungen Spielerinnen, die noch nicht so ein Erlebnis hatten? Na, die Anspannung ist bestimmt so langsam jetzt da, aber ich glaube vielmehr die Vorfreude, weil man die Chance hat, an einem Wochenende einen Titel zu gewinnen. Und wenn man im Halbfinale steht, dann möchte man natürlich auch den Pokalsieg holen. Und im Final Four ist immer alles möglich, das war schon so und das wird auch immer so bleiben. Aber der Druck muss enorm sein auf eine Spielerin, die jetzt 18, 19, 20, 21 ist und die sowas eben noch nicht erlebt hat und jetzt gleich im Halbfinale gegen THC. Was kannst du da für Tipps geben? Naja, ich glaube, das haben sie ja jetzt im Viertelfinale auch schon miterlebt, wie groß der Druck ist, als ich natürlich das Los gegen Leipzig gezogen hatte. Aber so als Tipp kann ich denen auf jeden Fall den Fokus aufs Spiel legen, sollten sie versuchen. Also, dass sie den Fokus auf sich selber legen und nicht jetzt den Thüringer C so als Titelfavoriten ausmalen, sondern lieber zu sehen, wir haben auch selber eine Chance. Also man kann auch Erfurt schlagen und ich glaube, dass das auch die Mannschaft jetzt schaffen kann. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich und wenn die Mädels das schaffen, ihren Druck oder ihre Anspannung eher in Vorfreude und Spaß umzuwandeln, dann wird das auch gut gehen. Erfurt ist ja fast geschlagen worden, jetzt beim letzten Auswärtsspiel 32-35, war gar nicht so weit weg vom THC und für den THC ging es ja in dem Spiel auch noch um etwas. Ist da noch mehr möglich? Was muss der VfL machen, um Thüringer AC zu schlagen? Also ich glaube, erstmal ist ja der Vorteil da, dass wir jetzt nicht oder dass die Mannschaft nicht in Erfurt spielt, also in Bad Langensalza. Das ist schon eine Stimmung in der Halle, die stehen alle hinter ihrem Team und jetzt haben die nicht ihre Halle hinter sich. So ist das jetzt ein einfacheres Spiel in dem Sinne als vielleicht in dem Spiel in Erfurt jetzt letzten Mittwoch. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig wird jetzt erstmal sein, dass die für sich suchen oder finden, wie sie zum Ziel kommen wollen. Und ich glaube, das wird Leszek jetzt in diesen letzten Tagen hier nochmal einen richtig schönen Fuchs, also er ist ein Trainerfuchs und ich glaube, er wird sich schon noch was überlegen. Prima. Und dann haben wir noch eine Spielerin, die haben wir jetzt zweimal diese Saison gesehen, Sabrina Neuendorf, eine ehemalige Mitspielerin von dir. Kann sie der Mannschaft auch Impulse geben, zumindest mentale vielleicht, mit ihrer Erfahrung? Mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Liebenswürdigkeit wird sie dem Team auf jeden Fall ganz, ganz stark helfen können. Also ich glaube vor allen Dingen auch, was das so angeht, wie man sich auf die Spiele vorbereitet, was wir oder was die erreichen wollen, da bin ich mir sicher, aber Sabrina Neuendorf ist eine super Spielerin und die kann auch auf dem Spielfeld nochmal wieder der Mannschaft helfen und vielleicht für Impulse sorgen. Aber ich glaube vor allen Dingen neben dem Spielfeld.